Freiburger, liebe Frau Jakobs, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Bündnisses Homburg Vielfältig statt Einfältig. Zunächst einmal ein Dankeschön an alle, die am Samstagmorgen hierher gekommen sind. Mir ist durchaus bewusst, dass der Samstagmorgen auch oft für andere Dinge dient, die man erledigen will muss. Deswegen Dankeschön für alle, die heute Morgen deutlich machen, dass Homburg eine tolerante Stadt ist, dass Homburg eine Stadt ist, in der alle Menschen gerne leben sollen, egal wo sie herkommen, welchen Hintergrund sie haben. Und das wollen wir heute Morgen auch deutlich machen. Wir wollen in Homburg auf der freiheitlichen... freiheitlich-demokratischen Grundlage unseres Grundgesetzes zusammenleben. Das heißt, dass man tolerant ist gegenüber allen anderen Mitmenschen. Und das ist auch deutlich zu machen. Und deswegen wollen wir auch nicht, dass die Menschen immer lauter werden, die die Gesellschaft spalten wollen, sondern wir wollen bei aller Unterschiedlichkeit, auch der politischen Parteien und der eigenen Meinungen, wollen wir diskutieren und wollen demokratisch zu Wegen finden, dass wir gemeinsam hier friedlich leben können, in Homburg, im Saalfeldkreis und auch in Deutschland im Gesamten. Und da brauchen wir niemanden, der hetzt und spaltet und irgendwelche Sündenböcke raussucht. Das hatten wir schon mal. Deswegen brauchen wir zwingend immer mehr Menschen, die sagen, diese Hetzer wollen wir nicht. Wir wollen ganz klar, natürlich mit unterschiedlichen Meinungen, aber friedlich zusammenleben.